Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Firefighting Simulator, The Squad. Ja, wir sind zurück in der Feuerwehrsimulation, die bereits erschienen ist, Link wie immer in der Videobeschreibung. Und wir haben einige neue Aufträge freigeschaltet, denn am Dienstag im Livestream haben wir gemeinsam mit dem Gregor, das ist einer der Entwickler von Kronos, den Randy und dem Ansgar zusammengespielt. Der eine oder andere hat es vielleicht gesehen. Und deswegen haben wir hier ganz, ganz viele neue Aufträge freigeschaltet. Ich habe jetzt auch ein neues Lenkrad, beziehungsweise ein Lenkrad überhaupt erstmal hier konfiguriert. Ich hoffe, das funktioniert auch alles soweit. Und wir schauen uns heute mal ein neues Fahrzeug an. Das ist nämlich so eine mobile Kommandozentrale, den Rosenbauer Walk-in Rescue. Und damit werden wir heute mit Jack, Tom und Bill, ne, man kennt sie, ne? Grüße gehen raus an Tokyo Hotel. Ist auch so ein Running Gag, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das beabsichtigt war oder nicht, aber ich glaube, die heißen so. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich da jetzt eher nicht aus. Auf jeden Fall werden wir da heute durchstarten und werden mal ein neues Fahrzeug heute bedienen. So, wir gehen mal in die Innenperspektive. Und fahren jetzt mal zu dem Auftrag, denn wir sind nämlich heute mal ohne Martinshorn und Blaulicht unterwegs. Ich weiß gar nicht, könnten wir das auch trotzdem einschalten? Wir schalten das mal ein, ich guck mal gerade kurz. Doch, können wir anschalten. Machen wir einfach mal, brennt ja, ne? Und wenn es brennt, müssen wir das halt einschalten. So. Und da sind wir auf jeden Fall unterwegs mit dem Lenkrad. Da gab es so ein paar Einstellungen, die ich noch testen musste. Gerade beim Losfahren geht er manchmal nach hinten quasi. Fährt er einmal kurz, deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich denke, wir bekommen das hin und sind jetzt hier in der Innenansicht unterwegs. Es fährt sich auch ganz gut mit dem jeweiligen Lenkrad. Ne, man muss da ein paar Sachen einstellen. Da könnte es vielleicht noch ein bisschen sensibler einstellen. Aber wir sind jetzt auch gleich schon da. Und da werden wir uns den Auftrag gleich hier mal anschauen. Also es ist auf jeden Fall ein Brand. Huch. Fahren wir mal rum. Oh, der Krankenwagen, der steht schon da. Da wollen wir uns mal hier in die Position begeben. Da sehen wir auch schon das lodernde Feuer. So, wir wollen mal kurz hier in die Position reinfahren. Ja, du kannst das Fahrzeug nicht verlassen, ich weiß. So, der fährt irgendwie immer ein Stück zurück hier. So, jetzt haben wir es. Jetzt geht's los hier. Und dann haben wir ein paar Sachen. Der rollt irgendwie immer zurück. Ich muss da nochmal ein bisschen was einstellen. Und da haben wir halt einen lodernden Brand. Bedeutet, wir haben heute hier, ja, so Müllcontainer auf jeden Fall zu löschen, ne? Da werden wir auf jeden Fall erstmal da sind wir lodernde Flammen. Das ist mal sehr schön inszeniert, das gefällt euch auch sehr gut. Viele sagen auch, ja, ist eine sehr, sehr schöne Simulation. Ne? Wobei es halt verschiedene Abläufe gibt. So, einen Überlebenden. 360-Check ist abgeschlossen. Das bedeutet, wir können, wir laufen jetzt erstmal hier zum Krankenwagen direkt. Das wollten wir natürlich nicht machen. Und dann werden wir auf jeden Fall erstmal hier die Lage so ein bisschen checken. Sagen dem Ersten erstmal, dass er jetzt die Person quasi befreien soll. Und diese gute Person hier, der sagen wir auch, der soll mal diese Person hier aus dem Bereich bringen. Und der zweiten Person, die wir jetzt hier ausgewählt haben, das ist der hier, der soll mal einen Löschangriff starten. Das kann man nämlich mit der Taste... Ah, wir müssen erstmal Druckschlauch legen. Können wir gar nicht, denn wir haben nämlich nur Feuerlöscher am Start. Huch, Opfer haben wir schon mal gerettet. Ne, das ist hier so eine mobile Station ist das. Opfer haben wir alle gerettet. Ich guck mal gerade, was haben wir denn alles hier? Fach öffnen, Brecheisen haben wir es natürlich auch alles beschrieben. Wir schnappen uns mal einen Feuerlöscher und sagen den anderen Leuten jetzt auch gleich mal, also ihm hier mit der Space-Taste, dass er sich einen Feuerlöscher schnappen soll. Und dann werden wir das Ganze löschen. Wir gucken mal, ob wir das hier so gut hinbekommen. Und der Person sagen wir jetzt hier, er soll mal hier mitlöschen. Das heißt, wir legen mal los hier und werden das Ganze machen. Ich muss jetzt mal wieder ein bisschen reinkommen in das Spiel. Wieso löscht er jetzt nicht? Das ist eine gute Frage. Ja, das ist, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall bin ich hier fleißig zugange. Der guckt so ein bisschen zu. Und, der läuft da jetzt rein. Warum er jetzt nicht löscht, ist eine gute Frage.
Wir sagen den mal ja so mal hier hin. Komisch halt. Verstehe ich jetzt nicht ganz, weil normalerweise machen die das. Aber wir haben jetzt natürlich keine dementsprechende Wasserversorgung gehabt. So, der Auftrag ist abgeschlossen. Das hat auch relativ fix geklappt. Ich muss mich noch mal ein bisschen gucken, warum die jetzt hier mit dem Feuerlöscher nicht dran gehen. Ich denke mal, weil es da eigentlich nicht mit dem Feuerlöscher gehen sollte. Ich weiß es jetzt nicht. Bin ich so ein bisschen ratlos. Aber ist nicht schlimm. So, den ersten Auftrag haben wir auf jeden Fall beendet. Alle gerettet und soweit alles ready gemacht. Und da wollen wir uns gleich noch einen weiteren spektakulären Auftrag anschauen. Wir waren sehr schnell da. Missionszeit war auch sehr schnell. Und wir haben einen Herausforderungsbonus noch erhalten, sind ein Level aufgestiegen. Wir haben diesmal nichts freigeschaltet, weil das halt ein kleiner Auftrag war. Ihr seht auch, wie viele XP ihr immer für diese Aufträge bekommt. Wir haben schon einige Aufträge, wie gesagt, im Livestream gemacht. Und wollen uns einmal hier den heißen Schuppen heute mal anschauen. Ne, da werden wir auch nochmal reingucken. So, da werden wir uns mal den heißen Schuppen jetzt hier aussuchen. Wir haben auch verschiedene Fahrzeuge, die wir schon auswählen können. Und wir haben einmal den T-Rex hier. Das ist, glaube ich, das große Leiterfahrzeug. Dann haben wir einmal hier so einen Kleinleiterwagen. Und ich würde sagen, wir nehmen wieder den TP3. Das ist mir das Standardfahrzeug, was für die Löschversorgung auch auf jeden Fall sehr gut geeignet ist. Ne? Jack, Tom und Bill sind auch wieder mit am Start. Und da würde ich sagen, legen wir mal los und fahren zum Einsatzort. Und werden dann gleich einmal Gas geben. Der fährt immer irgendwie ein kleines Stück zurück. Da muss ich nochmal schauen, irgendwie beim Lenkrad, dass ich da nochmal ein bisschen was einstelle. Und Dienstag waren wir im Livestream unterwegs und haben hier auch einiges gespielt, haben auch einige Sachen freigeschaltet. So, da ist der Kollege auch drin. Und jetzt fahren wir dann mal zum Auftrag. Da hat der Gregor auch so ein bisschen was hier zu den zum Spiel erzählt, dass es da auch random Aufträge gibt. Ja, war da auch sehr begeistert. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, nämlich das Spiel kann man auch im Multiplayer spielen. Ne, wir haben es am Dienstag im Livestream dann auch gespielt. Der Livestream ist bisher noch nicht hochgeladen. Vielleicht lade ich ihn auch nochmal hoch hier. Müssen wir mal schauen. Und wir sind jetzt gerade unterwegs zu unserem Auftrag und werden jetzt hier die Abkürzung durch den Tunnel nehmen, der eigentlich ursprünglich nicht geplant war, wie ich mitbekommen oder wie der Gregor so ein bisschen erzählt hat. Der war ja von Kronos einer der Entwickler dieses Spiels hier. Oh, Explosionsgefahr, ey. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal gucken. Ein bisschen aufpassen. Ihr habt doch gemerkt, die Sprachausgabe ist weiterhin auf Englisch, aber die Sprache in dem Menü ist jetzt auf Deutsch. Das finde ich persönlich auch sehr gut, dass das jetzt angepasst wurde. Und die Version ist ja jetzt mittlerweile auch released. Ne? Link in der Videobeschreibung, wenn ihr Lust und Laune habt. Es gibt so circa, glaube ich, 50 verschiedene Missionen. Wobei ihr auch bemängelt habt, dass es leider keine andere Mission gibt, wie zum Beispiel Katze aus dem Baum retten, wie man es aus anderen Simulationen kennt, oder sag ich mal, so Hilfsfahrten, wo man auch Bäume dementsprechend dann auch von der Straße holen muss oder mal Keller leer pumpt oder sowas. Das ist hier bisher nicht mit dabei. Oh, das ist ein LKW. Aber vielleicht kommt es ja noch, dass da noch zusätzliche Inhalte kommen. Aber jetzt haben wir erstmal die finale Release-Version. Es gab auch schon einige Patches, die das ein oder andere behoben haben mit dem Lenkrad. Wie gesagt, muss ich nur mal ein bisschen schauen. Weil gerade beim Anhalten tue ich mich da immer ein bisschen schwer. Oh, Kollege, mach Platz hier. Wir müssen hier durch. Ja. Machen wir das Horn nochmal, bevor wir hier über die Kreuzung fahren. Wir müssen jetzt hier links, wir können auch Blinker setzen, den hört ihr jetzt auch leicht klackern. So, fahren wir da mal rum. Er steuert sich ganz gut mit dem Lenkrad, bloß mit Gas und Bremse, da habe ich irgendwie noch was Falsches eingestellt. Beziehungsweise auch der Blinker. Oha. Der geht nicht alleine aus, den müsst ihr dann einmal nochmal betätigen. Ihr könnt das auch mit Gamepad spielen, wenn ihr Lust und Laune habt. Man muss halt einfach mal ein wenig schauen. Ich muss mal gleich gucken, dass ich dann auch gleich mal zum Stehen komme. So. Da sind wir gleich beim Einsatzort angekommen. Da ist eine Scheune am Brennen und da soll wohl wirklich alles brennen. Und es soll Explosionsgefahr bestehen, ne? Oh, die Kollegen sind schon da. Mit einem Leiterwagen. Oh, die sind schon im Einsatz. Warte mal, wir fahren jetzt mal langsam ran. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie anhalten. Irgendwie
Irgendwie macht er das manchmal nicht. Mal kurz ins Menü hier. So. Komm, jetzt macht das. Jetzt geht's los. Ich muss da nochmal reinschauen, wegen der Lenkradsteuerung. Ich glaube, ich muss da nochmal ein bisschen die Sensibilität verändern. Oh, guck mal. Da haben wir auf jeden Fall den Brand der Scheune. Die brennt lichterloh. Und jetzt wird der 360-Check gemacht. Der wird wohl so in Amerika gemacht. Und da werden wir mal gucken, was wir denn dort beachten müssen. Da ist die Scheune. Die brennt lichterloh, ne? Ihr seht schon. Also da geht's richtig ab. Und die werden wir jetzt gleich löschen. So, auf geht's. Ich würde sagen, ich sag den Leuten erstmal, die sollen erstmal hier so eine quasi eine Attack-Line legen. Die sollen das soweit mal ready machen. Der macht das fertig. Der macht das fertig. Das könnt ihr mit der Space-Taste machen. Ich schnapp mir da auch noch ein bisschen was. Wir müssen natürlich auch noch die zusätzliche Wasserversorgung sichern hier. Das mache ich eben mal kurz. Oh, wir müssen aufpassen. So, warte, ich leg mal hier die Versorgung. 360-Check ist auf jeden Fall completed. Wir müssen alle Feuer löschen. So, ich habe jetzt mal die Supply Line gelegt. Und die Kollegen, die werden jetzt hier... Ich guck mal gerade, ich wähle mal den ersten aus. Der wird jetzt hier anfangen, ein bisschen zu löschen. Der zweite... Der hat irgendwie... Wollen wir mal kurz gucken. Der müsste jetzt anfangen zu löschen. Oh, 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 was ist das denn? Oh Mann, da hat es ja richtig gebrannt. Der fängt jetzt hier an, schon mal zu löschen. Den anderen Kollegen können wir jetzt auch noch Bescheid geben. Der ist gerade noch dabei, ich glaube, alles auszurüsten. Den guten Mann können wir auch schon mal was ausrüsten lassen. Und zwar soll der nämlich auch mal hier so einen Strahlrohr bekommen. Dem Gelben sagen wir auch mal, der soll hier auch mal mitlöschen. Und ich werde mir jetzt gleich auch eine... Oh, 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 das explodiert da irgendwie. Was ist denn da los? Das ist ja heftig. Warte mal. So, den sagen wir mal, der soll hier hin. Der andere Typ ist jetzt auch ausgestattet. Der kann quasi mal von der anderen Seite das Ganze machen. Oh, oh, da müssen wir echt aufpassen. Was haben wir hier? Oha. Warte mal, den... Wir haben jetzt den... Den können wir mal hier hinschicken. Und ich mache jetzt mal mit der Säge hier... Machen wir mal... Das Ganze auf. Wo habe ich denn die Sägen hier? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also die Axt. Kreissägen innen, genau. Da müssen wir nämlich hier die Tür öffnen. Und da sind wir nämlich heute mal mit der Kreissäge ein bisschen unterwegs. Beim Haus, da ist bisher noch nichts passiert. Aber es brennt hier lichterloh, ne? Die Kollegen sind da schon dabei. Oha. Was entzündet sich denn da immer wieder? Müssen wir mal kurz gucken. Ich mache mal das Schloss auf. Oha. Er ist ja richtig, richtig... Einsatz. Gucken wir uns das mal an hier. Machen wir die Seite auch mal auf. Müssen wir aber aufpassen, dass wir natürlich nicht in die Flammen kommen. Da muss irgendwas Explosives drin sein. Oha. Oha, guck mal, wie das brennt. Und der Funkenschlag hier. So, warte mal, das legen wir erstmal ab. So, und dann werden wir mal gucken. Ich werde mir jetzt auch mal hier so einen Schlauch legen. Warte mal, haben wir da noch was frei? Jo. Da können wir das nämlich hier noch dran machen. Oder auf der anderen Seite, warte mal. Wollen wir kurz gucken. Haben wir da noch Platz? Nee, da haben wir gar keinen Platz. Ach, guck mal, hier liegt sogar schon ein Schlauch. Da können wir den nehmen. Nehmen noch hier so ein Strahlrohr, nehmen wir auch noch raus. Und dann können wir das hier mit verbinden. Und dann werden wir auch mal mitlöschen. Wir laufen da mal rein jetzt hier. Und wir mal gucken, ob wir das Feuer irgendwie in den Griff bekommen. So. Ich würde sagen, auf geht's. Ah, guck mal, die Kollegen haben schon fast komplett gelöscht. Ich halte jetzt hier auch mal rein schon mal, dass wir hier oben vielleicht das Ganze löschen. Also der Baum scheint auch gleich, also hier scheint soweit alles gleich gelöscht zu sein. Wir gucken mal. Ah, da muss irgendwie Explosive, hatten die ja vorhin gesagt, also was Explosives drin sein. Gucken mal, ob wir da... Der Baum an der Scheune hat Feuer gefangen. Kann ich den löschen? Jo, ich glaube, das müsste gehen, ne? So, kriegen wir den aus, den Baum? Ne, von der Seite nicht. Ich muss auf die andere Seite. Ja, die Kollegen sind hier fleißig am Löschen. Da geht's auf jeden Fall schon mal weiter. So, haben die kein Wasser mehr? Ich habe doch die Supply Line gelegt. Ah, jetzt fangen die wieder an. Oh, was ist das denn? Oh Gott, da ist auf jeden Fall etwas drin.
So, wir können den anderen Kollegen jetzt gleich mal sagen. Warte mal, ist der Baum jetzt gelöscht? Der müsste gelöscht sein, ne? Jo, Baum ist ready. Warte mal, wir sagen dem mal, wenn da irgendwas Explosives ist, der soll mal Feuerlöscher holen. So, der holt jetzt mal Feuerlöscher, weil ich glaube, wir kriegen das Feuer nämlich gar nicht im Griff, weil wir das immer wieder... Ihr hört das gerade, ne? Also da ist irgendwas, was wir jetzt nicht so einfach löschen können. Ich guck mal, ob ich von, ob ich hier von der Seite das Ganze hier schon mal ein bisschen ablöschen kann. So, der... Müssen wir gleich mal gucken, wo der Jutermann kommt. Der Zweier, der soll mal hier hin. Und die anderen halten das weiter im Griff. Ich würde sagen, dass das passt. Der kommt jetzt hier. Da muss irgendwo... Weiß ich nicht. Der Typ soll auf jeden Fall mal sich... der soll uns mal das Ding geben. Hier, wir tauschen das Ganze mal. Wir werden mal gucken, ob wir das hier reinhalten können. Oh. So, ich glaube, wir haben es jetzt geschafft, ne? Ich glaube, das Explosive ist jetzt weg. Was haben wir denn da gehabt? So, ach, guck mal, hier ist so eine Spur. So eine Ölspur oder sowas. So, wir gehen jetzt mal mit dem Feuerlöscher hier ein bisschen vor. Irgendwas hat sich da entzündet. Ihr habt es ja vorhin gesehen. Das ist schon sehr spektakulär hier, ne? Also, wenn man sich das mal anschaut. So, warte mal. Der Kollege könnte mal ein Stück weiter vorrücken. Hier, das müsste ja der... Ist das der Blaue? Jo. Der könnte hier weiter vorrücken. Ich gehe mal mit dem Feuerwehrschlauch weiter. Es müsste auf jeden Fall gleich gelöscht sein. So, die Kollegen sind auch dabei. Sehr gut. Das sieht schon mal sehr gut aus. Dann müssen wir da noch ein bisschen rein. Ihr seht auch, dass die Performance dann ein wenig runtergeht. Wir schnappen, warum jetzt die aufgehört haben zu löschen. Das ist eine gute Frage. Wir löschen jetzt einfach mal mit hier. Den anderen Kollegen, den sagen wir mal Bescheid, dass der mal hier hin soll. Ich glaube, wir müssen rein, ne? Ah, ich glaube, da vorne kommen wir nicht dran. Dann gehen wir mal rein hier mit dem anderen Kollegen. Der marschiert jetzt mal ein Stückchen weiter vor. Der geht dahin. Ich glaube, es müsste passen jetzt, dass wir das Feuer da jetzt hier in den Griff bekommen. So. Ich glaube, das sieht gut aus. Wir haben es gleich gelöscht. Sehr schön. Aber es lodert immer noch. Das ist richtig, richtig am Lodern, Leute, ne? Das geht richtig ab hier. Aber dass das ganze Ding da sich in seine Einzelteile... oh, wir sind fertig. Wir haben es geschafft. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr... ja, sagen wir mal, explosiver Auftrag. Aber wir haben es mal wieder geschafft, das Ganze zu machen. Mit der Steuerung, wie gesagt, mit den Befehligen. Ich glaube, die müssen wir noch ein bisschen näher ranbringen. Aber die Scheune sieht halt richtig ramponiert aus, ne? Und da vorne war diese Pfütze. Und das hat sich auf jeden Fall entzündet. Und deswegen kam es, glaube ich, hier zu der Explosion. Und deswegen ging das Feuer auch nicht aus, ne? Aber wir haben es geschafft. Wir gehen jetzt gleich mal in die Nachbesprechung und schauen uns das mal an. Die Cutscenes, das habt ihr auch sehr positiv in den Kommentaren geschrieben. Die findet ihr auch sehr cool. Auch die Brände. Ab und an bei den Bränden geht es halt von der Performance her. Ihr habt es vielleicht vorhin gesehen. Ein bisschen hoch. Ich spiele alles auf episch. Und wir haben einmal die Fahrzeit Mittel, Mission Schnell und den Herausforderungsbonus abgeschlossen. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Wir werden uns mal anschauen. Ihr seht schon, wir haben jede Menge Aufträge noch, die wir noch machen können hier. Wir haben hier den heißen Schuppen, den haben wir gerade gemacht. Dann haben wir hier noch den Dachschaden, den könnten wir auch noch machen. Ich glaube, den hatte ich, glaube ich, sogar schon. Rauch über Bungalow haben wir. Wir haben hier auch heiß und fettig. Das ist hier, glaube ich, auch nochmal so ein Auftrag. Wir haben auch in Downtown noch einige Sachen jetzt hier freigeschaltet. Und hier oben im Industriegebiet. Das werden wir uns auf jeden Fall auch noch in den nächsten Folgen anschauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Einschalten. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.